Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es in diesem Video um den knurrenden Zwerggurami, einem südostasiatischen Fisch, den man nicht allzu häufig sieht. Und weiter geht es dann mit diesem Fisch nach dem Intro. Wie ich eben schon gesagt habe, kommt dieser Fisch aus Südostasien und lebt dort in verkrauteten Kanälen und Tümpeln des Festlandes und ist, wie der Name schon sagt, Zwerggurami, einer der kleineren Vertreter dieser Art. Er wird maximal 4 cm lang und wie man hier auch in dem Video super sehen kann, auch gleich auf den Fotos, die noch kommen, dass das Männchen weitaus spitzere Rücken und Afterflossen hat und es ist stärker gefärbt, also dieses typisch blaue Auge und die Körperfärbung, die Streifen sind viel stärker als beim Weibchen, das ist eher blass, durchsichtig, schimmernd. Und das, was beim Männchen eben noch stärker ausgeprägt ist als beim Weibchen, ist sein spezielles Organ, was mit dem Brustflossenstrahlen verbunden ist und dass dieses typische, wie der Name auch schon sagt, Knurren auslöst, welches die Tiere gerade in der Balz zum Imponieren eigentlich verwenden. Das hört sich eher so an wie so ein metallernes Surren, Knurren und deshalb wird man sich auch im Aquarium nicht wundern sollen müssen, wenn es zwischendurch mal eine Art Vibration im Aquarium gibt, wodurch es sich so anhört wie ein Knurren. Aber wie der Name ja auch schon sagt, ist das eigentlich typisch für diesen Fisch. Die sollten paarweise gehalten werden in kleinen Aquarien, also meistens auch Artenaquarien, um eben auch diese scheuen Fische nicht zu verschrecken und dass sie sich nur noch verstecken. Oder halt in kleineren Gruppen, die dabei auch dicht bepflanzt sein sollten im Aquarium und natürlich auch viele Unterstände wie Wurzeln, Steinaufbau und so weiter, damit die Tiere sich trotzdem irgendwo zurückziehen können und eben nicht komplett unterdrückt werden. Die Aquarien sollten mindestens 50 Liter fassen, das heißt, wir haben eine Kantenlänge von um die 40 cm. Natürlich ist für eine größere Gruppe immer mehr vorzuweisen, gerade auch bei Nicht-Artbecken sollte mehr Wasser angeboten werden und eine höhere Kantenlänge, um eben den Tieren nicht so wenig Platz zu bieten, dass sie nicht ausweichen können. Sie werden bis zu 6 Jahre alt, was für so einen kleinen Fisch natürlich auch relativ alt ist. Die meisten anderen Salmler werden häufig nicht so alt, kann natürlich auch an Überzüchtung liegen, aber ist für so einen kleinen Fisch schon ordentlich alt. Zum Wasser habe ich noch die Temperatur, die sollte zwischen 24 und 29 Grad Celsius liegen und der pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0, 6,8 und 6,6, der Bereich, den ich empfehlen kann. Die Gesamthärte sollte zwischen 5 und 18 deutschen Härtegraden liegen, also eher im weicheren Wasserbereich, kann aber auch bis ins Härtere gehen, da sind die Tiere dann trotzdem noch relativ dankbar und können sich dann auch im Aquarium relativ gut fortpflanzen, wenn ihr ein Artenaquarium habt. Und zur Fortpflanzung ist noch zu sagen, es ist auch wie andere Gourami-Arten ein Schaumnestbauer. Dieser Fisch frisst eigentlich alles so Richtung feines Lebendfutter, feines Trockenfutter oder gefriergetrocknetes Futter. Flockenfutter wird, ja, je nachdem, wo ihr die Tiere her habt, nicht unbedingt angenommen. Manche Tiere nehmen es an, die hier in dem Video nehmen auch Flockenfutter an. Es kann natürlich sein, dass ihr auch welche erwischt, die wirklich nur, durchaus nur Lebendfutter oder halt Frostfutter annehmen. Genau wie meine Pastellgrundeln hier. Ich hatte früher welche, die haben wirklich alles angenommen. Trockenfutter, Flockenfutter, Granulat, sonst irgendwas. Und die Jungen, die ich jetzt hier habe, die ich gerade im Moment noch am Aufpäppeln, also am Fettfüttern, sage ich mal, bin, damit sie in das größere Aquarium können, fressen nur Lebendfutter oder Frost. Bin ich vorher nicht gewohnt gewesen, aber dadurch, dass die anderen Fische hier auch eigentlich nur noch Frost- und Lebendfutter kriegen, zwischendurch mal ein bisschen Flockenfutter, ist das Ganze kein Problem. Ja, das war es auch dann schon zu diesem Fisch. Wie gesagt, zur Zucht ist das Ganze noch sozusagen mit dem Schaumnestbauen, wie bei meinen Fadenfischen, dass sie halt dieses Schaumnest bauen. Dann balzen sie zusammen, die Eier werden dann abgelegt und direkt befruchtet und das Männchen sammelt sie ein, legt sie ins Schaumnest rein. Nach ein paar Tagen schlüpfen dann die Larven und die müssen dann mit Rädertierchen vorgezogen werden, was natürlich bei diesen kleinen Tierchen nicht ganz so einfach ist. Müssen dann auch später von den Eltern getrennt werden, dadurch, dass sie dann nach 1 bis 2 Wochen meistens anfangen, ihre eigenen Jungen zu fressen, wenn die größer werden.
Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen über diesen eigenartigen Fisch, den man nicht allzu oft sieht. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like da lasst und würde sagen, bis zum nächsten Mal.